nämlich eine unserer neuesten Innovationen habe ich Ihnen mitgebracht zum Thema Real Estate Cockpit, basierend auf HANA, natürlich den Anspruch, optimale User Interfaces darzustellen. Das heißt, ich zeige Ihnen hier anhand dieses sogenannten Real Estate Cockpit, gerade aktuell auf der Sapphire vorgestellt, das Beispiel an einer Facility Managerin. Sie sehen jetzt gleich hier die Facility Managerin Wendy Jones, die sich entsprechend hier meldet, anmeldet am System und ihren Arbeitsplatz bzw. Kennzahlen ins sogenannte Real Estate Cockpit nutzen möchte. Sie personalisiert das. Frau Jones wird sich gleich anmelden. Es sei angemerkt, dass es hier ein Co-Innovationsprojekt ist mit, wir sehen noch ein Stück weit Siemens da oben. Das heißt, was man hier sehr, sehr fein sehen kann, ist, dass Frau Jones entsprechend hier eine EMEA-Jahresübersicht hat zu ihren Objekten, möchte sich in Bezug auf Fläche das Thema Kosten pro Mitarbeiter, also eine schnell, eine individuell eine Kennzahl herbeiführen. Wir sehen es, was sie jetzt gerade hier durchführt. Diese sogenannte Kacheltechnologie, letztendlich Verbindung schnell von zwei Kennzahlen. Sie baut jetzt im Prinzip Kosten und Fläche je Mitarbeiter, um die auf ihrer EMEA-Ebene letztendlich hier optimal analysieren zu können, um natürlich was zu machen, nämlich sogenannte wirklich Alerts, also letztendlich hier eine Kennzahl herauszufinden, wo Ausreißer stattfinden. Sie baut das jetzt ein Stück weit, speichert sich das. Wir sehen es hier im linken Bereich, Kosten und Fläche je Mitarbeiter.